Es ist sicherlich so, dass diese Förderprogramme, insbesondere der EU, eine sehr hohe Relevanz haben für die Kinderkrebsforschung, weil wir in der Situation sind, dass Krebserkrankungen bei Kindern relativ selten sind im Vergleich zu Krebsfällen bei Erwachsenen. Und das bedingt natürlich, dass wir uns auf der europäischen Ebene vernetzen müssen und nicht nur auf der nationalen Ebene. Wenn wir etwas lernen möchten über die kindlichen Krebserkrankungen, dann brauchen wir einerseits in den klinischen Studien die erforderlichen Patientenzahlen, und es ist nicht möglich, in einer einzigen Institution, einer einzigen Klinik diese Patientenzahlen in einem absehbaren Zeitraum zu rekrutieren. Das ist auf der nationalen Ebene für manche Tumorarten möglich. Es gibt aber eben auch kindliche Krebserkrankungen, für die wir, wie gesagt, europäische Netzwerke oder sogar internationale Netzwerke brauchen. Das Gleiche trifft zu auf die onkologische Grundlagenforschung. Hier ist es so, dass wir spezielle Eigenschaften der Biologie der Tumoren lernen möchten, die anders sind als entsprechende Tumoren im Erwachsenenalter. Es ist sicherlich einfach, sich daheim mit dem Computer zu vernetzen. Wenn man solche Forschungsnetzwerke auf EU-Ebene koordiniert, dann ist das natürlich ein ganz anderer Informationsaustausch. Das heißt, es werden hochkomplexe Daten miteinander ausgetauscht, was im Bereich der klinischen Studien die hohen Gelder und Förderungen erforderlich macht, sind die Innovationen im Arzneimittelgesetz, basierend auf einer Direktive der EU, was uns in der Kinderonkologie die preiswerte Durchführung von klinischen Studien seit 2004 unmöglich macht. Das heißt, der Dokumentationsaufwand, die Bürokratie sind so extrem gewachsen, dass hier zusätzliche Gelder erforderlich sind, die momentan sehr schwer zu beschaffen sind. Wir müssen da sicherlich weitere Lobbyarbeit bei der EU leisten, denn auf nationaler Ebene wird es nicht ausreichen, die Fördergelder zu bekommen, aus zwei Gründen. Einmal sicherlich die seltene Erkrankung. Man möchte lieber das Geld ausgeben für große Volkskrankheiten. Im Bereich Krebs wären das Brustkrebs, Lungenkrebs, Prostatakrebs, Darmkrebs beispielsweise. Und auch die komplementären Fördermöglichkeiten der Pharmaindustrie, die in diese großen Krebsarten erheblich fließen und es da leichter machen, dann die Forschung auch durchführen zu können, vor allen Dingen im Rahmen klinischer Studien, stehen uns eben nicht zur Verfügung, weil der Absatzmarkt für die Pharmaindustrie nicht groß genug ist, damit es interessant erscheint. Das heißt, hier ist es nicht möglich, die Pharmaindustrie zu interessieren, für kinderonkologische Studien ihr Geld auszugeben, und das macht es schwierig. Deshalb muss die öffentliche Hand hier einspringen und Fördergelder zur Verfügung stellen. Und da ist es eben auf EU-Ebene deutlich besser möglich. Wir müssen da es erreichen, dass auch Ausschreibungen für Kinderonkologie häufiger in den Programmen enthalten sind und dass diese Ausschreibungen thematisch nicht zu eng ausgelegt sind. Das heißt, wir wünschen uns eine etwas offenere Ausschreibung gezielt für Kinderonkologie, dass wir auch ganz innovative Ideen dann zeitnah durch Fördergelder unterstützt bekommen. Man muss sich natürlich auch einem objektiven Gutachterverfahren stellen. Das heißt, beispielsweise amerikanische Kollegen, internationale Kollegen evaluieren dann solche Forschungsvorschläge, die wir vorbereitet haben, auf ihre wissenschaftliche Exzellenz hin. Und nur wenn festgestellt wird, dass es ausreichend vielversprechend ist durch unabhängige Gutachter, dann bekommt man auch die Fördergelder der öffentlichen Hand. Und das ist sicherlich ein Verfahren, was gut so ist. Wir sind bei Heilungsraten von ca. 80% zurzeit. Um das auf die 100% bringen zu können, müssen wir jetzt die Therapie individualisierter, maßgeschneiderter anwenden. Es wird nicht ausreichen, dass wir die Medikamente, die bereits auf dem Markt sind, konventionelle Chemotherapie, Bestrahlung, Operation, besser kombinieren. Das war das Erfolgsrezept der vergangenen Jahrzehnte. Aber damit sind wir jetzt eben, haben wir dieses Plateau erreicht. Das heißt, wenn wir darüber hinaus Erfolge erzielen wollen, dann müssen wir uns jetzt anschauen, welche biologischen Eigenschaften hat jeder Tumor, welche Medikamente kann ich entwickeln, die zielgerichtet diese biologischen Eigenschaften angreifen, nicht einfach nur das schnelle Wachstum des Tumors, sondern wirklich einzelne Moleküle, Proteine auf der Oberfläche eines Tumors. Maßgeschneiderte Therapie heißt auch, nicht nur zielgerichtet zu therapieren, sondern auch insgesamt die Aggressivität der Therapie den Bedürfnissen des einzelnen Patienten anzupassen. Wir sind sicherlich bei einigen Tumorarten in der Heilungsrate schon sehr gut, aber auf Kosten gewisser Nebenwirkungen, die wir vielleicht in Zukunft einschränken können, wenn wir besser lernen,
welcher Patient wirklich diese Aggressivität der Therapie benötigt, um seine Tumorerkrankung zu heilen, und welche Patienten diese Aggressivität nicht benötigen und auch mit etwas weniger Therapie auskommen könnten. Wie Sie schon richtig sagen, wir haben mittlerweile ein Plateau erreicht. Das ist so gegen Ende der 90er Jahre erreicht worden. Und es ist nicht vorstellbar, dass wir mit besserer Kombination der konventionellen Chemotherapie, die uns zur Verfügung steht, oder der Bestrahlung oder der Operation, jetzt dieses Plateau noch wesentlich weiter verbessern können. Trotzdem muss es unser Ziel sein und ist es unser Ziel, die 100% Heilungsrate erreichen zu können. Und wenn man das in Angriff nehmen möchte, gibt es zwei Strategien, die jetzt anwendbar sind. Das eine ist eine zielgerichtete Therapie. Das heißt, wir müssen lernen, welche biologischen Eigenschaften hat jeder einzelne Tumor, welche Moleküle, welche Proteine auf der Oberfläche dieses besonderen Tumors eignen sich für eine zielgerichtete Therapie. Gibt es Medikamente, die wir bereits einsetzen können für diese zielgerichtete Therapie? Müssen wir erst neue Medikamente entwickeln für bestimmte Moleküle? Das ist die eine Schiene, um auf eine 100%ige Heilungsrate zu kommen. Das zweite wäre eine maßgeschneiderte Therapie im Sinne einer Anpassung der Therapieaggressivität. Das heißt, wir therapieren heute sicherlich einen Teil der Patienten mit einer aggressiven Therapie, die weniger Therapien benötigen würden. Wenn wir besser lernen zu verstehen, welche Patientenuntergruppen das sind, dann können wir Nebenwirkungen reduzieren und über diese reduzierten Nebenwirkungen natürlich auch die Heilungsraten weiter verbessern. Das sind die beiden Ansätze, die denkbar sind, um hier weitere Verbesserungen erreichen zu können für die Kinder.